Vom Vertrieb aus ist der rote Ordner für den neuen Auftrag in die Projektierung gelangt. Die Anlage wurde entworfen, gezeichnet und an die Werkstatt übergeben. Die ersten Arbeiten wurden erledigt, Material geliefert und zusammengestellt. Moin Dominik, hier sind die Unterlagen für deine neue Anlage, Pläne, Checklisten, alles vorhanden, Material ist gepackt. Sehr gut. Die Türen sind mit Brand- und Plasmabrenner. Alles klar. Dann kannst du starten mit der Anlage. Alles klar, danke dir. Viel Spaß. Dankeschön, ciao. Dominik wurde mit dem Bau der Anlage beauftragt. Nach der mechanischen Vorbereitung in der Schlosserei beginnt jetzt der Aufbau der elektronischen Bauteile. Dafür muss Dominik alle benötigten Bauteile nach Plan verdrahten. Hierbei ist jede Menge Know-how nötig. Er muss sich in der Funktion der Geräte auskennen, um alles korrekt anzuschließen. Die Montageplatte wird zunächst liegend vorbereitet und später aufrecht hängend in den Schrank eingebracht. Je nach Größe der Anlage kommen schnell mehrere hundert Meter Kabel zusammen, über die man jederzeit den Überblick behalten muss. Messgeräte werden angeschlossen, Anzeigetableaus platziert, Schalter, Schütze und Relais verdrahtet. Langsam entsteht das Innenleben der Anlage. Auch das Herzstück, die Steuerung, wird angeschlossen. Hier kann nach Wunsch des Kunden jede Steuerung verbaut werden, egal ob Dive, Woodward oder natürlich die hauseigene Kasssteuerung. Sind Netzgerät, Relaisschaltungen, Einspeisungen und alles andere fertig verdrahtet, werden die Leitungen abgebunden und die Kabelkanäle abgedeckt. Die Anlage soll nicht nur funktionieren, sie soll auch optisch einen bestmöglichen Eindruck machen. Nach Abschluss der Arbeiten ist die Anlage bereit zur Übergabe in das Prüffeld. In der nächsten Folge wird die fertig gebaute Anlage an das Prüffeld übergeben. Dort wird sowohl die Verdrahtung als auch die Funktion genauestens überprüft.